Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich ein Rezept oder eine Anleitung für euch für Fruchteinlagen für Torten. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. So, wir brauchen dazu einmal Kirschen, also oder andere Früchte, wie ihr möchtet. Ich habe jetzt hier Kirschen. Ich habe die kurz aufgeteilt, weil mein Gefäß einfach zu klein ist und ich deswegen nicht alles in das Gefäß gekriegt habe. Dann habe ich den Saft von der Kirschen aufgefangen und habe hier noch was Bananensaft und etwas Gelatine. Als erstes gebe ich so 5 bis 6 Esslöffel Wasser in die Gelatine rein, verrühre das Ganze und lasse das für ca. 10 Minuten aufquellen. Und in der Zwischenzeit püriere ich einfach die Kirschen. Und da ich nicht auf 500 ml komme, wir aber 500 ml Flüssigkeit brauchen, fülle ich das Ganze noch mit dem Kirschsaft und dem Bananensaft auf, so dass ich genau exakt auf 500 ml komme. Kirschen-Bananensaft deswegen, weil mein Sohnemann sich Kiba gewünscht hat und ich hoffe, dass ich das damit irgendwie hinbekomme, vom Geschmacklichen her. Und dann gebe ich das Ganze in einem Topf und erwärme das einmal auf einem Herd. Das Ganze nicht kochen lassen, wirklich nur erwärmen lassen. Und dann geben wir dann einmal die Gelatine da rein und verrühren das so lange, bis die komplette Gelatine sich einmal aufgelöst hat. Also da darf echt nichts mehr von überbleiben. Und dann habe ich hier einmal zwei Tortenringe mit etwas Klarsichtfolie umrandet und kippe dann da. Also teile das halt auf die beiden auf. Das ist halt wichtig, dass ihr die unten halt abdeckt, dass das nicht alles rausläuft, beziehungsweise am besten wirklich in Klarsichtfolie einschlagt, damit das nicht ausläuft. Ich persönlich stelle meine eigentlich immer in den Kühlschrank über Nacht, mache die halt einen Tag vorher und lasse die so fest werden, da ich einfach das Problem habe, wenn ich die in den Gefrierschrank stelle, kann ich damit nicht arbeiten. Also ich kriege dann nicht mehr hin, die Buttercreme einzustreichen, weil die irgendwie zu schnell fest wird und ich kann auch irgendwie, bei mir brechen die. Also ich werde jetzt einen ganz normal in den Kühlschrank stellen und einen einmal für euch in den Gefrierschrank und werde euch das dann nachher einmal zeigen, wie das denn bei mir aussieht. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was ich da irgendwie vielleicht falsch mache, wenn ich das in den Gefrierschrank stelle. So, jetzt wo das Ganze einmal fest ist, hier vorne der erste Tortenring ist der, der im Kühlschrank war und ganz normal halt über Nacht im Kühlschrank angezogen ist. Und da seht ihr auch, ich kann den ganz normal von der Folie lösen und da reißt nichts, da sieht alles super aus. Und das Ganze packe ich dann halt auch wieder in die Folie ein und lege mir das halt so in den Kühlschrank, bis ich das dann brauche. Und ich sage ja, also da passiert wirklich nichts groß dran, wenn man den natürlich hier und da zu oft bewegt, dann reißt der natürlich auch. Ist halt nur Gelatine, aber da passiert halt nicht so viel dran. Den zweiten Tortenring habe ich dann einmal für euch eingefroren und da seht ihr auch, ja halt diese gefrorenen Kristalle, wenn man das so nennen kann. Und da habe ich halt wirklich immer das Problem, halt nicht nur beim Einstreichen, dass halt, egal was ich benutze, ob Buttercreme oder Schokolade, das wird direkt irgendwie fest, weil das zu kalt ist. Und wie ihr seht, ich habe auch Probleme, das richtig abzulösen von der Folie. Und ja, das bricht auch direkt. Wie ihr seht, das ist mir direkt zerbrochen, obwohl das gefroren ist oder vielleicht gerade, weil das gefroren ist. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ich da gegebenenfalls falsch mache. Ich mache das auf jeden Fall deswegen so, dass ich dann lieber in den Kühlschrank habe. So, das war es schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.